Eine Minute kriegen wir nicht hin. Die kriegen die Flak nicht kaputt. Das ist einfach unglaublich. Das Ding geht nicht kaputt. Alle Truppen hier verloren. Wenn müssen wir jetzt stürmen. Vorwärts, alles rein, was wir haben. Ja, vergiss es. Grandios gescheitert. Da hinten steht der Wagen. Rückzug. Alles Rückzug. Alles zurück. Alles fliehen. Alle zurück. Komplett neu aufbauen. Wir sind voll gescheitert. Keine Chance. Alles zurück. Oh. Hätten wir gleich mit mehr Panzerabwehr reindrücken müssen. Schön auf die Fresse bekommen heute. Schön auf die Fresse. Ach, nee. Alles wieder aufmunitionieren. Ich meine, wir schaffen es, aber nur weil der Gegner keinen Gegenangriff macht, ne? Wir müssen jetzt einfach nur dastehen und gar nichts machen. Haubitzensperrfeuer würde ich auch gerne machen. Können wir das auch ohne Dings irgendwo hinstellen? Danke. Irgendwie hat das Ding absolut nichts getroffen. Schön auf die Fresse bekommen. Ja, jetzt könnt ihr alle einen Kaffee trinken gehen. Ich stehe jetzt zwar quasi da und kann nichts machen, solange ich keine Ressourcen habe, geht nichts voran. So einfach geht's dann doch nicht. So, wir brauchen noch mindestens 270, um vorrücken zu können. Das kann jetzt noch eine ganze Weile dauern. Hör dir was ab. Ja, die Flak, die macht das gut. Haben die was abgeworfen? Nö. Oh, wie lange das dauert, den wieder zu reparieren? Na, die kriegt er ja wohl. So, wir greifen jetzt von hier an. Mit kompletter Masse. Nervt mich schon ein bisschen, ne? Dass ich dann mit Gewalt auch nicht mal beim zweiten Mal probiert habe und nicht funktioniert hat. Ihr geht darum, ihr besitzt das Gebäude, ihr geht dahin. Ihr besitzt den Punkt.
Greyhound gut durch die Mitte. Panzerabwehr bleibt hinter. Bazooka geht damit. Und dann geht es jetzt zielgerichtet nach vorne. Mörsertrupp. Hinten durchlaufen, ausschalten. Durch den raus. So, wunderbar. Alles besetzt. Verstärkung kommt. Kriegt er den heute dann noch raus oder eher nicht? Er kriegt ein Leit-MG. Was ist jetzt mit dir? Den mal nach vorne. Hier hinterher. Haben wir genug? Nee, haben wir nicht. Wir haben keine Manpower mehr. Durchrücken. Greyhound als Spähwagen. Easy durch. Ja, ihr könnt gerne hinterherlaufen und dann noch ein bisschen machen. Flugangriff machen wir noch nicht, das lohnt sich immer nicht. Mörser dort hinten. Da könnten wir voll reinhalten. Komm, da halten wir mal voll rein. Durch und jetzt kommen wir von oben. Hätten wir von Anfang an so machen sollen, aber gut. Hey, du nach vorne, der andere hierher. You have one job. Baut ihn mal zu. Ja, auch nicht so schlimm. Alles klar, macht er. So, ihr kommt auch wieder raus. Sammeln. Hier kommt keiner mehr. Wenn wir hier noch einen Mörserbunker hinbauen, können wir hier rüber mörsern. Das wäre echt cool. Ihr besetzt hier die Position. Schön halten. Wunderbar. Du gehst hier in die Mitte und Greyhound fährt vor. Rest hinterher. Puff, das war's für den. Mörser ist gleich einsatzbereit. Wer schießt da hinten? Ist das schon die 8-8er? Ja, das ist schon die 8-8er. Das ist schon die 8-8er. Dann sollten wir die erstmal noch nicht so weit nach vorne schicken. Lass sie erstmal stehen da. Lass sie ruhig kommen. Wir stehen hier gut. Wir könnten sogar die Flak noch besetzen. Wie viele Leute brauchen wir da dafür? Lass mal dran stehen würde. Wollen wir das wirklich machen? Ja, klar, warum nicht? Die anderen haben wir auch besetzt. Zack, wenn es nur ein Mann... Ah, nee, die kostet doch mehr. Gut. Damit brauche ich euch eigentlich nicht mehr unbedingt dort als Deckung, aber die stellen wir hier vorne dann hin. Den können wir noch ein bisschen reparieren. So, ihr solltet nicht unbedingt vorrennen, aber auf jeden Fall auf die Außen. So, jetzt stürmen wir das Ding. Erst die. Ja,
Wir werden von der Flak zusammengeschossen. Alle auf den. Das tat weh. Stürmen. Was so clever ist, wenn wir jetzt gleich zusammen herausfinden. Das ist schlecht, dass genau die drauf gehen. Stärkung ist da, ihr müsst dahin. Knallt das Ding weg. Knallt die 8-8er platt. Sollte der nicht eigentlich mitfahren? Ach, die haben das Ding zu schnell erledigt. Hier kommt noch eine Kanone. Wieso fährt er nicht? Komm schon. Der 8-8er hat noch nicht gedreht, da haben wir aber vom Glück reden, dass die nicht in die Richtung guckt. Nehmt den Punkt ein. Das MG steht da, schießt aber nicht, weil keiner von denen ranrückt. Zerstört das Ding. Hier, fahr dahin. Ja. Heute geht hier wirklich alles schief. Aber wirklich alles. Wir haben keine Truppen mehr. Wir stärken jetzt erstmal hier irgendwelche Pioniertrupps. Irgendwas, was irgendwie noch da dagegen hält. Dann brauche ich dringend noch Pioniere. Die wir erst kriegen, wenn wir damit wieder fertig sind. Nehmen wir den raus. Können wir nicht, weil wir das Bevölkerungslimit übertreten. Ich sage, es geht heute alles schief. Nicht mal die Truppe können wir nehmen. Nicht mal die. Es läuft wirklich. Es ist unglaublich. Also so viel kann eigentlich. Kann gar nicht schief gehen. Wie heute schief geht. Ich will die Truppe holen, das geht nicht, das geht auch nicht. So, wir haben jetzt keinen Pioniertrupp. Wir haben das nicht. Wir haben den nicht. Wir können uns also nirgendwo schützen. Ja, wenn wir jetzt einen Gegenangriff kriegen, sind wir sowas von am Arsch, weil wir nichts haben. Ja. Wie sollen wir den jetzt halten? Womit? Wir haben doch nichts an Einheiten. Wir haben hinten noch einen Mörserbunker, der da so ein bisschen mörsert. Wir haben Panzerabwehr. Wir haben ein MG, das können wir in den Turm reinsetzen. Wir können nichts reparieren. Ja, wir hätten die Flaks nicht besetzen sollen. Null Deckung. Okay, guckt in die falsche Richtung, jetzt guckt es in die richtige. Bazooka nach vorne. Wir ziehen dort Stellung. Mann, Mann, Mann. Also, wenn ich eine 4 Minus mir gebe, dann war ich echt, dann war die echt schon geschenkt. Also, wir haben es ja nur geschafft, weil, ja.
weil der Gegner keinen Gegenangriff gemacht hat. Ich würde Yoda sagen, wie peinlich, wie peinlich. Und da wollte er heute mal schnell machen, weißt? Einfach mal einen auf dicke Hose, mal auf die Fresse bekommen. Ich habe gedacht, das funktioniert. Wir werden da oben dann, weißt du, das aufteilen. Die einen nach links oben, die anderen nach rechts. Und dann greifen wir von zwei Seiten mal gleichzeitig an und machen das richtig quickmäßig hier. Aber nein, das hat so gar nicht funktioniert. Aber die Stadt haben wir eingenommen. Das hätten wir. Wir könnten hier noch Dinger zerstören. Fahr mal durch. Wie weit darfst du noch? Dürft ihr noch fahren oder nicht? Ich weiß gerade nicht. Nee, dürfen wir alle nicht, ne? Dann sind wir erstmal durch. Gut, wir haben genug Manpower. Wir könnten jetzt Basis vorlagern. Ja, das kostet ein bisschen Munition. Ja, das ist. Hier. Yeah. Freischalten, 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 freischalten. Zielkompanie heilen. Ach, das darf ich nicht. Das geht auch nicht. Na gut, die Runde erstmal beenden. Die Ziele kriegen wir. Das wäre alles kein Problem. Den mal reparieren. Manpower haben wir ja. Ein paar Runden ja nichts gemacht. Haben wir nur geschlafen. Oh, ich würde gerne näher ranzoomen, aber währenddessen darf ich nicht. Deswegen ist alles so weiß. Obwohl ich gerne mal weit weg bin, damit ich einen Überblick habe. So, das können wir ja noch machen. Wir werden ja wohl die Panzertruppe hier, die wird das ja jetzt wohl hinkriegen. Mal sehen, was wir für eine Mission kriegen. Mechanized center upgrade. Well, men, we're on the back foot here. Our defense depends on three key points. Also, wir sind einfach nur. Ach ja, wenn wir ein M4, wenn wir ein M24 Chevy bauen können, dann bauen wir den. Ja, wir müssen jetzt erstmal Truppen holen und alles, was wir so haben. Erstmal einen Sammelpunkt irgendwo einrichten. Sammelpunkt einrichten. Sammelpunkt einrichten. Dann gibt es erstmal den gepanzerten Personentruck und dann geht's los. So, alles klar. Die können nur von rechts da durchkommen. Wenn wir da so noch einen MG-Bunker hinstellen würden, wären wir ganz gut bei der Sache daran. Naja, der steht erstmal hier und steht mal kurz Schmiere. Ihr seid für die Verstärkung zuständig von der Mitte. Obwohl, die könnten auch hier in den Angriff gehen. Wenn wir noch eine Infanterietruppe kriegen, dann können wir angreifen. 260 brauchen wir noch. Wenn du dem jetzt entgegenkommst. Alles klar. Die gehen runter. Wir wollen hier keine Überraschungen erleben. Heute nicht mehr. Die Freikarte haben wir schon vergeben. Also so wie das mir da gerade vorgestellt hat, hat es nicht funktioniert. Schade. Steigt ihr heute noch ein? So, fahrt durch. Ihr nehmt jetzt den unteren Punkt ein. Bisschen Bewegung. Glückwunsch, dass wir die kriegen. Der Chefi hält hier die Position. Ihr haltet hier die Position. Gelände gesichert, Gelände gesichert. Cool wäre jetzt eigentlich hier noch ein MG-Bunker.
Irgendwo so hier. Haben wir vorerst, wenn wir uns hier wieder eingraben, die gute alte Bunkernummer, anders kriegen wir es ja nicht hin. Nimmt den Punkt ein. Panzer hält sich noch ein bisschen in Rückhand. Es kommt ja auch keiner. Es ist alles easy hier. Ready for deployments inside. Hurry. Von da kann keiner kommen. Wenn da von einer kommt, wird er direkt über den Haufen geschossen. Der läuft jetzt hier runter und baut jetzt hier noch einen Bunker hin. Und wenn der steht, sind wir komplett auf der... Das ist jetzt komplett abgesichert hier. Ja, hier kommt ja auch keiner. Ich sehe nicht einen Gegner. Da überlege ich mir, ob ich das hier überhaupt mache. Dann bleib doch hier. Dann machen wir die jetzt ganz easy platt. Also ich grab mich hier ein und denk hier, jetzt geht's hier richtig ab. Den Punkt nehmen wir ein. Chevy bleibt hier stehen. Verteidigungs-K, alles mögliche hin. Noch ein Chevy. Ihr haltet das Gelände. Oh, da kommt der Gegner. Nein, das gibt's ja gar nicht. Zurück in die Verteidigungsposition. Jetzt könnt ihr wieder gehen. Beide Seiten verziehen sich. Gut. Brauchen wir hier die Dings. Das heißt, unten muss der kommen sein. Wenn die kommen, sind die fällig. So, Stellung steht. Wir könnten noch durchfahren und das schneller und besser machen, aber wollen wir ja gar nicht. So, Chaffee übernimmt hier die Position, sichert noch mit ab. Mörserbunker, halt mal rein an den Club. Push den mal ein bisschen. Gleich kramen wir uns unten noch so ein bisschen ein. Wir könnten ja mal den Spähverein davor schicken. Das haben wir noch gerade so hingekriegt. Ja, die Sache hat sich erledigt. Ich glaube nicht mehr dran, dass sie jetzt hier großartig Gegenwehr leisten können. Also wir haben noch zwei Panzer hier zu stehen, die das ganz locker abdecken. Und ich habe nebenbei schon enorm viele Bunker gebaut. Also manchmal, ne? Warum wir hier so einen Vorsprung haben, weiß ich nicht. Ja. Geh da jetzt kein Risiko ein. Vielleicht hätten wir auch alle drei einnehmen müssen, um noch besser abzuschneiden, aber... Das ist jetzt echt schlecht. Ihr seid die Falschen. Der kommt hier nicht weg. Komm, sagen hinterher. Chef hält Position. Reibungslos, ohne Probleme. Keep up the pressure. They only have 25 points left.
Schließen die sich hier zusammen. Panzer bleibt hier als Verteidigung stehen. Besetzt die Hütte. Könnt ihr noch ein bisschen campen. Easy. Na, wenigstens das lief reibungslos. Irgendwann verkacke ich es hier noch und das auf normal auf Standard. Wie peinlich. Gut, jetzt haben wir die da wenigstens zurückgescheucht. Wie man nichts sieht, ne? Aber das hat man schon mal besser hinkriegen können. General Buckram, it seems your friend the captain has taken a reconnaissance plane out for a little jaunt. That jaunt is part of a U.S. covert operation, General. One I'm not at liberty to discuss. Das hätten wir. So, die Truppe kann ich doch jetzt hier reinstellen, oder nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, die... Kommen die wirklich nicht um ein Feld? Kommen die da nicht an? Willst du mich hier wirklich verkackeiern? Ey, weißt du, das kostet so unmenschlich viel Zeit, ne? Wegen einer Runde... Müssen die jetzt da stehen bleiben? Es ist wirklich lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Heilt euch. So, da stand noch ganz viele Abwehrgeschütze, ne? Wenn wir da jetzt nochmal einen Bomber rüberschicken. Genau dorthin, dann ist die Flagge auch weg. Bum, bum, bum. Guckt ihr noch bis ran? Den Angriff machen wir beim nächsten Mal. Hier macht die Flak noch platt. Ja, bei dem müssen wir noch warten. Die müssen auch noch warten. Alle stehen irgendwo hinten. Und müssen warten. Toll. Wir können den jetzt noch reparieren. Und dann war es das heute wieder. Wir kamen nicht wirklich voran, obwohl ich schnell gemacht habe. Ja, das hat uns bei VG einfach zu viel Zeit gekostet. Na, was soll's. Beim nächsten Mal die Stadt einnehmen, da müsste es alles schneller gehen. Dann haben wir das Ziel und dann müssten wir eigentlich irgendwann jetzt hier bald durch sein, ne? Weil da oben sind wir schon fast dran an Italien. Aber wir können ja nur noch bis hier alles einnehmen. Ja, bis hier können wir noch maximal kommen. Na gut. Kriegen wir schon irgendwie hin.